Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die wunderschöne Alpenmap Neu-Minibrunn und da oben fährt ein Zug auf der Brücke. So, ihr seht es bereits, wir sind hier am Ausbringen der Gülle und ich will das Feld hier schon mal so ein bisschen andüngen, so möchte ich es mal formulieren und während hier der Helfer noch am Arbeiten ist, werde ich mal kurz in den Shop schauen, denn ich bin am Überlegen, ob wir einen neuen Grupper kaufen. Der hier hat 4 Meter, 160 PS. Wir haben ja mittlerweile auch ein bisschen was Stärkeres. Und deswegen schauen wir mal hier kurz rein bei den Grubbern. Dieser Lemke mit 5 Metern und 180 PS. Aber ich würde ungern jetzt einen Grubber nehmen, der mit Anhänger unterwegs ist, beziehungsweise mit eigener Achse. So, auch der hat 5 Meter, 24.000. Okay, wir nehmen das Original. Den hier würde ich gerne kaufen, 180. Und den können wir nämlich mit unserem neuen Valtra ziehen. So, er ist jetzt schon fertig. Ja, also viel werden wir das Feld nicht düngen können. Wir haben, glaube ich, nur noch so 15.000, also 2 Fuhren ungefähr. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen hier unsere Gülle ausgebracht und die Tanks geleert. In der letzten Folge haben wir ja das Feld zu Ende geerntet und festgestellt, dass es ja mit diesem Drescher, mit diesem wunderschönen Drescher eigentlich mit ja, Niveauausgleich, so will ich es mal formulieren, so dass der halt eben am Hang fahren kann, ideal für diese Map, aber leider ja, ist das nicht ganz so dolle, der hat dann einige Probleme gemacht, ist immer irgendwo hängen geblieben, ist dann immer gesprungen und das wurde mir dann auch in den Kommentaren bestätigt, dass es wohl an der Mod selber liegt und nicht an der Map. Und ich hoffe, dass hier also der Modder vielleicht das hier auch sieht oder selber auch schon weiß und bestimmt auch schon daran arbeitet. Denn die Mod als solches ist eine hervorragende und tolle Sache. Hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, wenn es nicht ganz so zuverlässig funktioniert, ja, dann müssen wir halt uns dann ein bisschen anderweitig behelfen. Wir schauen mal ganz kurz rein hier zu den Kühen. Ja, das ist nochmal eine Fuhre, ein Tank. So, aber den bringen wir nochmal aus und dann gehen wir schnell in den Shop und holen uns den Grubber und dann werden wir das Feld schon mal so vorbearbeiten. Ob wir es dann auch schon dieses Jahr kalken, weiß ich noch nicht. Da müssen wir auch schauen ein bisschen auf das Geld, denn wir wollen uns ja noch ein bisschen was kaufen, auf jeden Fall. Denn, aber ich ahne es schon, wir werden wohl vermutlich doch mit unserem Standard-Drescher mit der Erstausstattung noch arbeiten. Diese Saison mit Sicherheit noch und dann müssen wir einfach mal sehen, wie sich das hier weitergeht. Entwickelt. So, dann bringen wir den jetzt hier in die Spur. Ja, das passt soweit. Und dann lassen wir den Helfer wieder den Rest abarbeiten. So, hier haben wir unseren Valtra und zwar mit dem alten Motor natürlich an, mit dem alten Grupper. Den bringen wir jetzt zum Händler und holen uns den neuen Lemke. Und dann gehen wir damit übers Feld. So, links ist frei. Bisschen müssen wir aufpassen. Ist natürlich, Heck schlägt aus, ihr wisst schon. So, wir hören das Flugzeug wieder auf dieser Map. So, da oben fährt unser Gülletraktor. Yep, da haben wir ein bisschen Action hier auf der Map. Das ist immer schön. Wunderbar. So. Ja, wie gesagt, also es ist schade, der Drecker hat, der Drescher, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber wenn man natürlich den dann mit dem Helfer losschickt und der bleibt immer irgendwo hängen und sagt dann wieder, dass er ja blockiert wird. Schade, schade eigentlich, weil wie gesagt, der war ideal, der wäre super gewesen von der Mähbreite und natürlich auch mit dieser, ja, am Hang entlang. Deswegen haben wir ja auch darauf geachtet, dass wir eben das letzte Feld quer und nicht hoch, also zum Hang hoch gekauft haben, sondern dass es quer am Hang entlang läuft. Das wäre natürlich dann schon eine feine Sache gewesen. Aber lassen wir uns mal überraschen, ob vielleicht hier dann noch was anderes kommt. Ansonsten dürft ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, eure Empfehlung für solch einen Drescher, der eben dann mit einer entsprechenden
So, abgeworfen. Der eben in einer entsprechenden Technik ausgestattet ist, damit er besonders gut hier am Hang entlang fahren kann. Und was kriegen wir hier noch für Verkaufen? Augenblick. Ja, 12.000, alles klar. Weg damit. So, mittlerweile wird der andere schon wieder leer sein. Das Blau vom Lemken passt übrigens wunderbar hier, finde ich, fast zu Baltra. So. Mit 5 Metern kommen wir auf jeden Fall ein bisschen vorwärts. So, und ankuppeln. So, gerade mal schauen, faltet der den zusammen? Der faltet den zusammen, oder? Yep. So, und da hinten klappen dann auch die Warntafeln aus. So. Müssen wir trotzdem aufpassen, dass wir hier gut durchkommen. Das Gewicht wird hoffentlich reichen. Weil wir hatten ja schon, wir hatten ja schon die Situation, dass wir Material hinten aufgehängt haben, was dann, ja, die Vorderachse nach oben, ja, da kommt was. So, jetzt ist hier aber Modsbetrieb hier, Freunde, dass ja die Vorderachse richtig hochgehoben wurde und dann kommt man natürlich ja nicht um die Kurve. So, das scheint aber hier jetzt in dem Fall ganz gut zu funktionieren, wir haben genügend Gewicht. Sehr schön, sehr schön. Okay. Ja, wie gesagt, hier muss man immer ein bisschen aufpassen, was die Kollegen machen. Die biegen dann doch mal relativ flott dann ab. Von oben kommt auch wieder was. Jetzt ist ja aber echt Betrieb. Der biegt ab, yep. Und hat auch ordnungsgemäß geblinkt. Oder den Richtungsanzeiger betätigt. So, dann können wir hier, glaube ich, gleich rein zu unserem Feld. Und wir werden jetzt auch mal blinken. Geht doch, oder? Na? Hm. So. Dann klappen wir mal das Gerät aus. Aber ich denke, die ersten Meter müssen wir mit unterstützen. Weil ab und zu hat er ja hier Probleme, dass dann doch hier die Bäume zu dicht am Feld sind und der Helfer ist dann stark irritiert. So, passt das? Ja, haben wir gute Spur. Sehr schön. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir haben noch ein Feld, was wir mähen können. So, unser Hauptfeld nämlich. Hauptfeld, Hauptfeldwebel. So, Motor läuft. Ja, unsere Wiese halt direkt bei den Hühnern, direkt an unserem Hof. Die Wiese ist auch schon wieder erntereif. Und mit der letzten Wiese haben wir ja, ach, gucke mal da, haben wir ja Heu gemacht. Und ich glaube, jetzt werden wir einfach ganz normal das Gras mähen und Silage produzieren wieder. Denn davon kann man eigentlich nie genug haben. Und Stroh haben wir ja jetzt auch jede Menge. Wir schauen mal ganz kurz nach, wenn der hier am Auftanken ist. So. Und rückwärts ran. Und dann holen wir den Rest aus dem Gülletank. So, unsere Kühe. Nee, stopp. Wir wollten zum Fermentersilo. Ja, 1143.000 Liter Stroh haben wir. Silage haben wir 107. Und Heu haben wir jetzt auch genug. Dann können wir eigentlich das Gras direkt reinwerfen, machen daraus wieder Häckselgut. Silage. Und dann haben wir auf jeden Fall was wieder für den Winter zum Verkaufen. Denn die Idee mit der Forstwirtschaft lässt mich nicht ganz ruhen. Also ich bin da wirklich am Überlegen, dass ich weiß jetzt gar nicht, Oktober oder wann wir dann fertig sind mit der Feldarbeit. Dann könnten wir tatsächlich mal hier in die Richtung Forstwirtschaft gehen, weil ich finde es, wie gesagt, hier ideal, dass wir hier auf dieser Map im Prinzip Landwirtschaft und Forstwirtschaft betreiben können. Und da müssen wir uns natürlich noch ein Stückchen überlegen, mit welchem Grundstück. So, ich will mal kurz schauen. Weil es ist ja so, hier gibt es... ist das neu, dass das jetzt hier... Ah, habe ich...
Ach, das ist hier ebenfalls. Ah, müssen wir mal einen kleinen Rundflug machen, weil hier sind ja zwei Flächen. Ich glaube, da drüben nicht, weil hier sind ja zwei Flächen, die man dann auch wieder käuflich erwerben kann. Und da könnte man natürlich dann entsprechend, so, jetzt müssen wir mal schauen, 59.000 und 36, ja, das würde dann schon passen. Und da hätten wir auf jeden Fall jede Menge Holz, denke ich. So, was wäre denn die Alternative? Auf der Seite gibt es kein Holz. Da hätten wir nur ein Feld und da könnte man hier, war mal die Idee, einen Bauernhof hinzustellen, so als Option. So, das Feld ist nicht besonders groß. Und dann haben wir hier noch diese Parzelle. Und 53, aber letztendlich für die Forstwirtschaft bietet sich eigentlich das hier an. So, da würde ich jetzt auch gerne mal kurz hinfliegen. Das ist in der Richtung. Ja, weil jetzt hier um das Dorf herum oder so, da möchte ich eigentlich nicht den Wald abholzen. Aber auf der Seite ist ja dann auch das Sägewerk, also das bietet sich dann sowieso an. Hier müsste jetzt, ah ja, okay, die Fläche ist zwar anders angezeichnet, aber das ist im Prinzip die Fläche, die wir platt machen können. Man müsste dann mal schauen, wie das sich hier mit diesen Büschen und so weiter verhält, ob wir die eigentlich so platt kriegen oder ob wir uns dann hier so eine Fräse oder was kaufen müssen. Auf jeden Fall hätten wir hier den Wald. Und hier könnten wir dann wirklich die Bäume, das sind gute, schöne, gerade Bäumchen, die könnten wir dann wirklich hier abholzen. Okay, wir schauen mal, der Kollege, okay, ist leer. Wie sieht es mit dem Gruber aus? Ja, der ist in der Spur da oben, okay. Nee, aber das passt soweit, der grubbert jetzt schön vor sich hin. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir haben pH-Wert, ist natürlich schlecht, also wir müssen auf jeden Fall hier kalken. Und Stickstoff 90, gut. Was wir dann letztendlich hier auch anpflanzen, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, weiß ich noch nicht genau. Aber wir könnten, naja gut, dann brauchen wir natürlich noch ein zusätzliches Gebiss. Das kostet uns dann auch wieder Geld. Wir könnten natürlich im Bereich Sonnenblumen oder Mais noch gehen. Aber das müssen wir uns jetzt mal noch überlegen. Weil wie gesagt, dann brauchen wir wieder ein zusätzliches Gebiss. Und das kostet dann auch wieder 70, 80. Und ein bisschen möchte ich ja schon was ansparen, damit wir die Sache mit der Forstwirtschaft wirklich ins Auge fassen können, bereits in dieser Saison. So, wir haben noch zwei Felder zum Ernten und dann müssen wir mal schauen, was wir eben daraus hier machen können im Winter, was wir da erwirtschaften an Geld. So, da hinten die Wiese. Da bin ich jetzt gerade mal überlegen, oder ob wir doch schon mit dem Kalken beginnen. So. Und wieder rückwärts ins Häuschen. So. Dankeschön. Ja, ich bin am Überlegen, weil eigentlich haben wir ja jede Menge Kalk. Wenn ich richtig weiß, müssten da eigentlich noch... Ja, nee, das ist... Okay, Saatgut und... Oder? Das müsste Dünger sein. Ein Blick. Saatgut. Ja, ja, also Kalk ist das nicht. Was haben wir hier drüben noch? Okay, Saatgut. Wo steht denn das Teil? Ein Blick. Aber wir haben doch schon gekalkt. Ach so, da steht er. Was ist drin? Okay. Dann müssen wir das Ding mal ankoppeln. Ja, der ist leer. Okay, nee, dann würde ich sagen, dann tun wir auch gleich hier mal einen Buschen kalken. Hilft ja nichts, früher oder später müssen wir es sowieso machen. So. Kalk rein und... Eieieiei. Hebt sie wieder hoch. Guck mal da über die, um die Kurve. Ja, 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 das geht. Okay, so, was haben wir eingestellt? Ja, die volle Breite haben wir jetzt gar nicht eingestellt. 30 Meter wären es.
So, wir fangen dann hier unten an und schauen mal. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Runterfahren, weil da hat es eine ganz schöne Kuhle. So, genau hier. Ja. Ja, wenn man natürlich den Helfer einstellt, dann geht er auf die volle Breite. Okay, 75, 70, ja, das wird uns ordentlich Kalk kosten, aber es hilft ja nichts. Das Feld war ja relativ down, was das Thema angeht. Aber wir dürfen uns auch nicht beschweren. Da war ja schließlich auch eine Frucht drauf. Und die haben wir ja eingesammelt. Und die werden wir noch verkaufen. Und insofern hat uns das Feld ja auch schon mal Geld gebracht. Aber wir schaffen, so wie es aussieht, keine Bahn. So, und da ist er auch schon leer. Okay. So, von links kommt erstmal nichts, von rechts kommt auch nichts. Dann können wir hier reinstechen. So, dann holen wir die nächste Fuhre und werden auf jeden Fall das Feld nochmal richtig kalken. Da drüben sind wieder die Rehchen. Ich weiß, dass ich mich hier wiederhole, aber ich muss ehrlich sagen, mir macht die Map richtig Spaß. Die finde ich richtig toll. Und da ist er auch schon wieder, der Flieger. So. Dann einmal aufgemacht. Einmal nachladen. Und was kostet uns das? 674. Naja, okay. Das haben wir ja zum Glück noch auf dem Konto in Cash, denn wir haben ja noch keinen Kredit aufgenommen. Also bevor ich jetzt was Falsches sage. So, zack. Nein, wir haben noch keinen Kredit. Also das heißt, wir sind ja wirklich liquide und dann können wir auch ruhig hier investieren. Oh, da tut sich aber schwer wieder. Hier am Berg. Okay. So, er kommt da oben auch sehr, sehr gut vorwärts hier mit seinem Grubber. Das gefällt mir. Dann stechen wir mal hier rein. Jep. Sehr gut. Ja, da machen wir noch zwei Bahnen und dann ist hier eigentlich okay. So, da haben wir noch ein bisschen Stroh liegen lassen. Aber es war, wie gesagt, jede Menge. Und da müssen wir auch nicht alles mitnehmen. So, da spawnen wieder mal die... Naja, ich wiederhole mich, ich weiß es. So, mit dem kommen wir auch nicht bis zum Ende. Auch schon wieder leer. So, worauf ich jetzt überhaupt nicht geachtet habe, fällt mir gerade ein. Wir hätten jetzt mal gucken, wie der Bodenwert, wie der Bodenwert war von diesem Feld. 47. Aha. So. Okay. Ach, hier. So. Ja, Stickstoff ist 0. pH-Wert 12. Unkraut haben wir natürlich noch nicht gehabt. Bodenproben haben wir genommen. Haben wir nicht Bodenproben genommen? Doch, wir haben doch Bodenproben genommen. Okay, und Bodenbearbeitung ist natürlich auch noch nicht. Klar, das erfolgt jetzt erst. Da bin ich mal gespannt, was wir dann für einen Wert haben. 47, oder? War es nicht gerade 47? Doch, es ist immer noch 47. Sehr schön. So, da bin ich ja mal gespannt, was wir dann für einen Wert haben, wenn wir hier einmal durchgekalkt und tatsächlich auch das Feld gegrubbert haben. Denn von den Werten her ist es ja ein sehr gutes Feld. Über 110% haben wir hier Ertragserwartung, wenn wir es eben ordentlich bearbeiten mit allen notwendigen Raffinessen und Finessen. Und dazu gehört eben das Kalken und das Düngen. Aber was erzähle ich euch? Ich meine, ihr seid ja alles Fachleute.
Und da wisst ihr das natürlich. Und das hier gehört einfach zum Job dazu. So, Klappe auf. Und wieder die Klappe zumachen. Und wir fahren wieder aufs Feld und werden noch mal ein bisschen kalken. Und das werde ich jetzt dann auch abschließen. Und dann sehen wir uns, denke ich, in der nächsten Folge, wenn dieses Feld dann soweit ready gemacht ist. Wenn es dann soweit fertig ist. Und dann werden wir, denke ich, in der nächsten Folge... Oh, müssen wir ein bisschen aufpassen, der hüpft. Werden wir in der nächsten Folge anfangen mit der Wiese bei unserem Hof, dass wir die dann mähen. Okay, ich sage recht herzlichen Dank bei euch fürs Zusehen. Danke für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier mal wieder reinzuschauen beim Baden-Farmer, der in letzter Zeit ja sehr, sehr viel Golf spielt. EA PGA Sports bzw. EA Sports PGA Tour, so rum. Ist gar kein so einfacher Titel. Wird ja zurzeit seit einigen Wochen hier gehypt. Läuft auch bei mir ganz, ganz gut hier am Kanal, zumal ich ja selbst privat ja auch Golf spiele und somit natürlich profitiere von meinen Erfahrungen. Und das freut mich immer, wenn eben dann entsprechend auch Fragen kommen zu dieser wundervollen Sportart. Also, wenn ihr Lust habt, schaut doch vielleicht auch mal da vorbei, hier bei EA Sports PGA Tour, hier bei mir auf dem Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder das nächste Mal beim Landwirtschaftssimulator und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage wieder mal Tschüss, Ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal.